Hallo zusammen, die Boot Düsseldorf ist abgesagt und die Neuheiten zur Boot Düsseldorf können wir nicht präsentieren. Wir haben hier unsere Batteriebox, das ist so Thema Kleinboote, Ruderboote, die eigentlich keine richtige Stromversorgung haben. Das ist eine Batterie, Lithiumbatterie, da gibt es zig Zubehör. Das können wir jetzt an der Boot Düsseldorf 2022 nicht präsentieren. Ich mache ein paar Videos hier zu dieser Box. Mache ich in der Encard. Das zweite, was ich neu habe, ist diese Kühlbox. Aber zum Glück findet ja die Boot nicht statt, weil ich habe sie noch nicht. Ich kann sie nicht liefern. Das Ziel war geplant, dass wir die Dezember, November letztes Jahr bekommen, dass wir ausliefern, aber sie hängt noch irgendwo in China fest, kann nicht verladen werden. Ja, was Spezielles ist nicht, es ist ein Dampf-Seckkopf-Kompressor drin, sie hat 30 Liter Inhalt. Von Bedienung her, sie hat einen Hauptschalter, ich kann hier lange drücken, dann geht sie aus, habe ich nur noch die Kontrolllampe. Wieder lange drücken und hier über die Set-Taste sehe ich die Solltemperatur, also einmal drücken Solltemperatur, zweimal drücken Fahrenheit Celsius und hier kann ich den Unterspannungsschutz einstellen, ist identisch aufgebaut wie die anderen Kühlboxen und hier habe ich einen USB-Anschluss. Und hier für Notbetrieb, da wird Unterspannungsschutz alles tiefer gesetzt. Wenn er dann läuft, dann liegt es meistens an der Stromversorgung. Ja, Neuheiten zur Boot Düsseldorf, also momentan auch nicht richtig Neuheit. Ich bin glücklich und froh, dass sie nicht ist. Dank der Krönung kriegen wir natürlich auch sonst keine Ware. Ja, mehr Infos gibt's. Könnt ihr meinen Kanal abonnieren hier. Und hier oben sehe ich hier diese Batteriebox. Für ideal für kleine Boote, kleine Sportboote, Segelboote, die halt trotzdem kühlen möchten und nicht noch kein Strom, noch keine Kühlung an Bord haben. Somit wünsche ich euch einen schönen Tag.